Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Dieses Mal mit dabei, wie immer, der Jens. Dann heute unser Urwegsführer. Der schon fleißig das alte Auto, das seht ihr jetzt gerade hier, in Beschlag nimmt. Und wenn wir jetzt ums Auto rumlaufen, was richtig geil ist, zeige ich euch jetzt mal. Dieser alte Traktor, guckt euch den an. Mega, oder? Ja, und dann gibt es halt hier ein Grundstück, sage ich mal, das relativ verwildert aussieht, wo ja meiner Meinung nach schon irgendwo verlassen aussieht. Ein paar Sachen sind noch mysteriös, aber ja. Also ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wo das verlassen ist. Ich kann euch nicht genau sagen, wo es verlassen ist. Aber auf jeden Fall ist es schon eine Zeit lang, wie ihr sehen könnt, verlassen, weil, wenn man jetzt hier rumläuft, ist schon ein paar Anzeichen da. Ein paar Anzeichen gibt es schon. Alles ziemlich, wenn euch das hier mal anguckt, platt getreten. Fenster stehen offen. Oder was heißt offen, halt gekippt. Ja, ist schon komisch. Also reinkommen war jetzt keins möglich. Ich glaube, da wegen. Da ist aber das alte Auto da oben. Da halt brauche ich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sollte es irgendwann mal so sein, dass man reinkommt, dann wird das Verfahren bei uns. Ja, wie ihr seht hier, die Fenster sind offen, sind auch Spinnenweben dran. Krasses Häuschen. Wie gemeint, jetzt ein Reinkommen war leider nicht möglich. Aber interessante Location. Also da halte ich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn es in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit gibt oder gab, dann da reinzukommen. Der Jens wollte schon mal wieder klingeln und wollte mal nachfragen, ob er einen Kaffee kriegt. Ja. Hat aber nicht ganz funktioniert. Also auf jeden Fall, ich wiederhole mich gerade, geile Location. Wie ich euch das sagte, bin ich unterwegs mit dem Jens und mit dem Dabunga Löw. Direkt neben dieser Location ist auch ein, ja, ich würde mal sagen, Fabrik oder irgend sowas in der Richtung. Was hast du denn da gefunden, Alter, einen alten Bunga oder? Jens am Lost Place. Dabunga Löw. Aber wie gerade eben gesagt, daneben scheint auch so eine Art Fabrik zu sein oder irgend sowas, aber keine Ahnung, ob es da eine Möglichkeit gibt oder auch nicht. Ja, jetzt folgen wir mal den. Jetzt folgen wir mal den Dalöw in den Untergrund. Alter, das ist ja nicht, das ist ja krass. Der Bunker oder irgend sowas oder Keller, ja, oder irgend sowas? Keller, ja, ne? Auch nicht schlecht, also. Leute, ihr seht, ist jetzt nichts Spektakuläres, aber wenn ihr die Augen offen haltet, seht ihr auch mal sowas und man kann ja mal reingehen und sich das mal angucken. Man weiß ja nie, was letztendlich dann wirklich sich dahinter verbirgt. Ja, hast du ja in Meiningen gesehen? Ja. Ja, in Meiningen hinter so am blöden Gewächs, Alter, dann lässt du einen Tunnel rein und der geht 2 Kilometer, der Tunnel. Beim Bahngelände. Deswegen haltet die Augen offen. Geht mal rein. Guckt euch das an. Mega Geschichte.